Also, was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Das wird jetzt leicht unangenehm. Was soll das? Sei still. Sie kann nicht... Sei still! Das hier ist eine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley, er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp, das wissen Sie doch. Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Schön. Was wollen Sie wissen? Ah, gut. Warum wolltet ihr zu Hackett's Quarry? Max und ich sind dort Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt ein erstklassiger kosmischer Wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße, Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Einzuschüchtern und mir endlich verraten, was los ist. Lebt Max denn noch?
verliere noch den Verstand! Was? Gehen wir. Hey, Sie, Arschloch! Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht! Max! Haben Sie gehört? Fuck! Max! Alles okay? Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen, dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Ich hatte gehofft, du wüsstest, was passiert ist. Ich erinnere mich nur an Fetzen, aber nichts davon ergibt Sinn. Ich auch. Ich fühle mich so benommen. Vielleicht haben die uns betäubt. Die Cops? Wie kommst du drauf? Für wen hält dieser Kerl sich? Den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel hey, ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Schon gut, Sir. Wir sind still. Ach ja? Max? Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Na schön. Die Hände her. Na mach! Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey! Hey! Gehen Hände wir. Weg, Mann! Na los! Komm! Besser. Hey, hör auf jetzt. Max, bleib ruhig. Du machst es nur schlimmer. Laura. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Weht der Wind in North Kill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer.
das? Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Oh Mann, ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Hey, sobald wir herauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Was wollen Sie uns damit sagen? Was willst du uns damit sagen, Arschloch? Hey, sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! Fuck! Verdammter Scheißwichser! Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Ja? Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Frech. Oh hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswixer? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett! Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns, genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das... Ich meine... Was? Na gut, Sheriff Hackett wirkt jetzt vielleicht nicht wie ein typischer Kidnapper, aber wie ein Polizist benimmt er sich auch nicht. Was weißt du, wie Kidnapper wirken? Ich will uns einfach nur hier rausbringen und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen?
Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. So weit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Warum? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du wirst dann... Was? Ich werde was? Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab mich geschämt. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Tut mir leid, Max, dass... ist voll scheiße. Hey, es gibt aber Schlimmeres diesen Sommer. Tut mir leid. Ich hätte es sagen sollen. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, ja? Ja. Ja, ich weiß. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett ja am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert. Von einem Ding. Und dann taucht der Cop auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor habe ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Ja. Was, wenn... Okay, nein, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas wie... Also ein Werwolf? Drehst du jetzt...
vollständig am Rad? Werwölfe, echt jetzt? Komm mal klar. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay, und wird es auch noch besser? Zombies, Aliens, Dimensions-Draculas? Ryan, ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Wie du meinst. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick? Mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Ah, sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Okay. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also. Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut! Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder? Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Ich mach die Spielchen von dem Wichser keine Sekunde länger mehr mit. Wir müssen fliehen. Cool, okay. Und wie? Weiß nicht. Umhauen? Ey. Laura, du weißt, das klappt nur im Film, ja? Jemandem eins über den Schädel zu ziehen, bringt ihn um oder verpasst ihm einen Hirnschaden und haut ihn nicht nur um. Tja, dann ist das so. Ja. Also gut, wir schlagen ihn nicht zusammen. Das bedeutet wohl Freundschaftsanfrage. Nein? Ich habe nicht gesagt, dass wir das nicht tun sollten. Nur, dass wir mehr machen sollten, als ihn umzuhauen. Versuchen wir es erstmal gewaltfrei. Gut,
Okay, wie bringen wir den Kerl dazu, uns zu mögen, wenn er nicht mal mit uns redet? Ich weiß nicht. Er hat sicher einen Schwachpunkt, den wir ausnutzen können. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst viel zu tun. Ja. Okay. Hey, hey! Megaman! Darf ich dich Megaman nennen? Warum? Du nennst mich Officer Hackett. Hackett? So wie in Hackett's Quarry? Was geht's dich an? Ich bin nur neugierig, weil wir sie ja kaum kennen. Lassen wir es dabei, okay? Ach komm, Megaman, was soll der Stress? Da gibt's doch keinen Grund für, hm? Ich weiß genau 7. Das stimmt. Wir waren echt furchtbar. Und wir wollen es wieder gut machen. Oh. Ich weiß, was hier läuft. Das klappt aber nicht. Ihr denkt, wir werden beste Freunde und ich lasse euch einfach hier rausspazieren. Auf keinen Fall. Arschloch! Max! Wir wissen, was hier los ist! Wir wissen, Max ist ein Werwolf! In ein paar Tagen ist Vollmond. Was dann? Nein, Ma'am. Du weißt nicht mal die Hälfte. Nochmal! Zieh die verdammten Sachen aus! Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Ich will weg! Du wirst's nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. T, Maiden. Wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mache ihn nur fertig. Bin gleich da. Over. Was wird geschehen? Nun, ich sag's dir, es wird nicht schön werden. Aber morgen komme ich früh zurück. Sie lassen mich wirklich hier? Du packst das. Komm ihm nur nicht nah. Keine Sorge, Max. Ich bin hier. Ja. Ja, genau. Geht's dir gut? Ich, weiß nicht. Ich fühle mich nicht so gut. Was brauchst du? Wie kann ich helfen? Mir ist heiß. Dir auch? Ich sitze neben diesem Rohr fest. Kalt wird mir so nicht. Bleib besser weg, okay? Du solltest nicht so nah sein. Dagegen kann ich im Moment nicht viel tun. Max? Max? Sag mir, was los ist! Komm!
Rex! Tiefenwahrnehmung. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Ich muss mich bald ausruhen. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Damit muss er mich betäubt haben. Ich versteck's in der Zelle.
Ich sollte schlafen. Ha, Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Bin ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Glücklich? Ich mach uns Kaffee. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also, das Auge.
war schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du? Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Okay. Dann beenden wir's. Lassen Sie Max und mich frei und wir holen Hilfe. So meinte ich das nicht. Sie bitten ernsthaft um meine Hilfe? Du musst gar nicht mir helfen. Tu es einfach für Max. Und ich bekomme, was ich brauche. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat, und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Moment, als Max mich am Auge traf, hat er mich da nicht auch infiziert? Nein. Kratzer zählen nicht. Nur Bisse. Sind Sie sich da sicher? Ganz sicher. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium.
Das hat nicht mal gestartet. Tja, du bist meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Im Bilde? Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Lass mich jetzt rein hier. Hör auf. Ich weiß, dass ihr hier seid. Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du das? Bobby war das. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gewissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Was war das? Geschossen. Das sage ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst ihn nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt den das. Den Wanderern und dann der verdammte Journalist. Verdammt, Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht?
Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Hey! Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt. Was zur Hölle ist dir los? Laura! Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Hier ist keiner drin. What the fuck? Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey. Ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß, du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hm? Wir feiern, wenn's vorbei ist. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht.
Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel, war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's, meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Max? Max! Max! Ah! Hallo? Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was ist auch kein Mensch? Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Wollte er. Ich war schneller. Bullshit. Fuck. Uns bleibt nicht viel Zeit. Tier.
Ich freue mich stets, dich zu sehen. Ist auf Vergangenes zu schauen nicht ein Spaß? Ist ein übler Haufen, oder? Sehen wir uns an, was du gefunden hast. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Wie du willst. Doch sag nicht, ich hätt's nicht versucht. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst.